Doppelspieltag die zweite. Nach den enttäuschenden Spielen vom Samstag sollte es diesmal besser laufen. Zu Gast beim Berliner Hockeyclub die Damen und Herren vom Münchner SC. Gestern nur ein 2:2 und überhaupt nur einen Punkt aus den vergangenen zwei Spielen geholt. Die Aussichten vor dem Spiel hätten wahrlich besser sein können für die BHC-Ladies. Und trotzdem war von Trauerstimmung nichts zu merken. Die Gastgeberinnen in Blau, von rechts nach links, wollten es vor allem sich selbst beweisen und starteten gut ins Spiel. Bereits früh kam es durch unerlaubtes Fußspiel zu einer Strafecke. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, die der Berliner HC auch glatt ausnutzte, 1:0. Doch wer hatte da noch seine Finger bzw. seinen Stock im Spiel? Ja, schön zu erkennen, Hanna Schniewind hält den Schläger rein ins Getümmel. Frühe Führung also für die Berlinerinnen. Der Tabellenvierte aus München wurde dann aber mit andauerndem Spielverlauf immer besser. Zwar scheiterten die Süddeutschen hier noch an Amelie Klau-Münzer, doch in der 25. Minute war es dann soweit. Katrin Zollner ließ der Berliner Keeperin keine Chance. Schön verwandelt 1:1 der Ausgleich. Und kurz darauf sogar der Führungstreffer. Die Münchnerinnen können quasi direkt nach dem Anstoß viel zu leicht in den Schusskreis eindringen und in der Mitte ist sie dann zur Stelle, Jacqueline Dorner mit dem Führungstreffer. Doch die Körpersprache der Gastgeberin im Vergleich zum Spiel vom Vortag eine ganz andere. Trotz des Rückstandes der BHC weiter präsent und vor allem aufmerksam im Gegenpressing. Schön aufgepasst von Stefanie Wendt und sie hat dann auch noch das Auge für Hanna Schniewind. Tolle Teamleistung und so schnell kann es gehen. 2:2 Ausgleich, das gleichzeitig dann auch der Pausenstand. Halbzeit 2 lässt sich dann schnell erklären. Beide Teams gewillt, das entscheidende Tor zu machen. Doch weder den Gästen noch den Berlinerinnen war der Siegtreffer vergönnt. Am Ende wieder nur ein 2:2, doch das Spiel deutlich ansehnlicher. Ja, die Kommunikation war besser, wir waren viel aggressiver, irgendwie hat es besser zusammengepasst. Wir haben öfter den nächsten Spieler gleich gefunden und ja, heute lief es halt einfach viel besser als gestern. Besser als am Vortag sollte es wohl auch bei den Männern des Berliner HC laufen. Am Vortag verlor man noch 0:4 gegen Nürnberg, deutlich, und zeigte über weite Strecken erschreckend harmloses Hockey. Das sollte heute aber kein Thema sein. Die Männer in Blau von links nach rechts bereits früh in der Partie mit dem nötigen Zug zum Tor. Lukas Kilper mit der ersten Chance. Diese wird zwar noch pariert, doch im Nachsetzen bringt Kilper das Ding nochmal rein. Und Toni Eberling mit dem Treffer 1:0 in der 6. Minute. Da hilft dann auch das viele Meckern nichts. Die beiden Unparteiischen sollten auch weiterhin im Mittelpunkt stehen. Nach dieser Aktion hieß es Strafecke. Doch bei genauerer Betrachtung dieser Situation kann man erkennen, dass Bedelt den Ball nicht mit dem Fuß berührt, demnach die Entscheidung Strafecke falsch. Sei es drum, dem Tabellenvorletzten war es egal, Konstantin Salat rigoros zum 1:1 Ausgleich. Für den BRC der Treffer dagegen mehr als bitter. Und auch danach die Gäste weiter am Drücker, lediglich der Pfosten war diesmal nicht auf der Seite der Süddeutschen vielleicht, aber auch ausgleichende Gerechtigkeit. Torchancen in Halbzeit 2 dann eher Mangelware. Das Spiel vielmehr geprägt durch kleine Nicklichkeiten und hart geführte Zweikämpfe. Am Ende war es dann der Berliner HC, der vielleicht einen Tick entschlossener war und in Person von Toni Eberling den 2:1 Siegtreffer markierte. Nach 3 verlorenen Spielen am Stück endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Es war kein schönes Spiel, mit Sicherheit kein schönes Spiel. Die Münchner haben gekämpft, wir haben gekämpft, wir hatten alle irgendwie, ja, wir wollten alle uns irgendwie rauskämpfen aus der Krise und dementsprechend war es ein echt hartes Spiel, aber es hat, ja, hat Spaß gemacht und am Ende die 3 Punkte war das Wichtigste, das war unser Ziel. Das Quäntchen Glück, das gehört immer dazu, beim 2:1 kann man auch vielleicht rauspfeifen, ist hoch durch den Kreis, aber ist am Ende auch okay, dass das pfeift, also so, und wir machen halt die 2 Dinger nicht und dann ist es, glaube ich, eine Addition aus dem Glück und auch der Qualität der Berliner und dem Wissen, wie man solche Spiele gewinnt. Weiter geht es dann am kommenden Wochenende mit 2 Auswärtspartien für den BHC. Die Damen müssen dafür nach Rüsselsheim und die Herren treffen beim Spitzenspiel der Bundesliga auf Uhlenhorst Mülheim.